erhält nun die Kollegin Nina Wacken für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren heute ja nun schon zum wiederholten Male über das Thema sichere Herkunftsstaaten. Und es ist immer dieselbe Kritik, die hier vorgetragen wird. Die Argumente sind genannt. Und klar ist auch, dass einige Kolleginnen und Kollegen das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten grundsätzlich ablehnen. Es ist auch jetzt wieder klar geworden. Und ich möchte gerne noch mal die Gelegenheit nutzen, um mit den wesentlichen Vorwürfen aufzuräumen. Erstens, die Einstufung als sicheres Herkunftsland ist keine Maßnahme, um Schutzsuchende ungerecht zu behandeln oder um zu verhindern, dass sie in Deutschland Schutz suchen. Im Gegenteil, die Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten ist vielmehr eines der wenigen Instrumente, die wir auf nationaler Ebene haben, um gegen Asylmissbrauch und gegen illegale Migration vorzugehen. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass von den vielen Menschen, die aus den Maghreb-Staaten zu uns gekommen sind, nur ganz wenige wirklich schutzbedürftig sind. Von den rund 2.600 Asylanträgen, über die das BAMF 2015 entschieden hat, wurden nur ganze 41 positiv beschieden. Die Gerichte bestätigen uns, dass nur in ganz wenigen Einzelfällen ein Schutzbedarf besteht. Nur in 7 von über 700 Gerichtsentscheidungen wurde das BAMF korrigiert. Doch trotz dieser geringen Anerkennungschancen kamen letztes Jahr rund 26.000 Asylsuchende aus den Maghreb-Staaten, ein Viertel davon allein im Dezember. Alles spricht dafür, dass dieser Zustrom in Wirklichkeit nichts mit Verfolgung zu tun hat. Und als Gesetzgeber ist es doch unsere Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen, etwas gegen eine solche Zweckentfremdung unseres Asylsystems zu tun. Sorgen wir mit der Einstufung dafür, dass die Zahl der unbegründeten Asylanträge aus den Maghreb-Staaten zurückgeht, denn sie geht zulasten unserer Kommunen und auch zulasten der Menschen, die unseren Schutz wirklich brauchen. Ich bin mir im Übrigen sicher, viele der Migranten aus dem Maghreb wissen auch, dass sie nicht schutzbedürftig sind. Viele konnten zum Beispiel nur mit Hilfe der Polizei dazu gebracht werden, ihren Antrag beim BAMF zu stellen und zur Anhörung zu erscheinen. Häufig wurde auch versucht, durch Mehrfachregistrierungen an unterschiedlichen Orten das Verfahren künstlich in die Länge zu ziehen und zusätzliche Leistungen zu erhalten. Ein solches Verhalten, da geben Sie mir sicher recht, lässt auch an der Ernsthaftigkeit dieser Asylanträge stark zweifeln und zeigt, wie notwendig die Einstufung der Maghreb-Staaten ist. Aber klar ist auch, für die wenigen Fälle, in denen tatsächlich ein Schutzgrund besteht, ändert sich mit der Einstufung nichts. Diese Anträge werden auch weiterhin positiv beschieden werden können. Zweitens, meine Damen und Herren, möchte ich mit einem Irrtum aufräumen. Von der Opposition wird immer wieder behauptet, die Einstufung als sicheres Herkunftsland würde nichts bringen. Lassen Sie mich deshalb den Gegenbeweis antreten. Bei den Balkanstaaten sind nach der Einstufung die unbegründeten Asylanträge sehr deutlich zurückgegangen. Die Maßnahmen, die wir mit dem Asylpaket 2 eingeführt haben, wie die Wohnpflicht in einer speziellen Aufnahmeeinrichtung, ein beschleunigtes Verfahren mit zügiger Abschiebung, ein generelles Arbeitsverbot und die Möglichkeit der Verhängung von Wiedereinreisesperren haben eine deutliche Signalwirkung. Und diese brauchen wir auch für die Maghreb-Länder, damit hier der falsche Anreiz wegfällt, aus rein wirtschaftlichen Gründen einen Asylantrag zu stellen. Laut BAMF hat bereits die Tatsache, dass wir über diesen Gesetzentwurf beraten, zu einem Rückgang der Neuzugänge aus dem Maghreb geführt. Während im Januar noch über 3.000 Menschen kamen, waren es im April nur noch knapp 400. Wir sehen also, meine Damen und Herren, dass die Maßnahmen, die wir in der Asylpolitik ergreifen, in den Herkunftsländern sehr genau beobachtet werden. Und es wäre deshalb ein großer Fehler, wenn wir bei diesem Gesetz jetzt wanken würden. Drittens ist es mir sehr wichtig, auch eine Sache ganz deutlich zu betonen. Deutschland hat sich die Einstufung als sicheres Herkunftsland bei keinem einzigen Staat leicht gemacht. Wir haben letztes Jahr bei den Balkanstaaten genau geprüft, ob die Voraussetzungen für die Einstufung vorliegen. Und genauso haben wir das bei Marokko, Tunesien und Algerien getan. Dafür machen das Grundgesetz, das europäische Recht und die Gerichte klare Vorgaben. Der Gesetzgeber muss die Gesamtsituation im Land beurteilen. Keine Bevölkerungsgruppe darf systematisch, generell und durchgängig unterdrückt oder verfolgt werden.
Das haben wir getan. Die Gesamtsituation wurde in allen drei Ländern anhand mehrerer Erkenntnisquellen gründlich beurteilt, darunter auch Berichte von Menschenrechtsorganisationen wie dem UNHCR, Amnesty International oder von Human Rights Watch. Und auch in der Sachverständigenanhörung und in der Ausschussberatung haben wir uns über die Lage informiert und diese erörtert. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Schwelle zu einer systematischen und durchgängigen Verletzung schwerwiegender Menschenrechte wird in Marokko, Algerien und Tunesien nicht überschritten. Daran ändern auch, meine Kollegen, die Einzelfälle von Verfolgung etwa von wegen Homosexualität nichts, auch wenn wir diese natürlich kritisieren. Wir geben mit der Einstufung, es wurde auch immer wieder vorgeworfen, ganz bestimmt keinen Blankoscheck für Menschenrechtsverletzungen in den Maghreb-Staaten. In der Anhörung geht es auch darum, die rechtlichen Voraussetzungen und die bei der Bewertung anzulegenden Maßstäbe zu erörtern. Und dabei hat die Anhörung Folgendes erbracht: Der Gesetzgeber hat einen Bewertungsspielraum, welche Erkenntnisquellen er für die Beurteilung heranzieht und wie er die einzelnen Quellen gewichtet. Und am Ende muss er sich ein Gesamturteil bezüglich der Umstände im Land bilden. Es geht nicht darum, jeden Einzelfall zu betrachten, denn die Einstufung ist eine gesetzliche Regelvermutung, die explizit Ausnahmen zulässt und die vom Bundesamt und auch von den Gerichten im Einzelfall widerlegt werden kann. Also es geht gerade nicht um eine hundertprozentige Sicherheit, sondern um eine systematische Betrachtung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, anhand all dieser Vorgaben haben wir sehr sorgfältig geprüft, ob die Voraussetzungen für die Einstufung vorliegen. Und ich will auch gar nicht bestreiten, dass es in den Maghreb-Ländern noch viele Probleme gibt, die bewältigt werden müssen. Fest steht aber, das Asylrecht ist nicht das richtige Instrument, um die Probleme anzugehen. Und selbst wenn wir wollten, könnten wir die Probleme in diesen Ländern doch nicht mit dem deutschen Asylrecht lösen. Das ist Aufgabe der Außen- und Entwicklungspolitik. Und Deutschland tut ja auch eine ganze Menge und hilft den Maghreb-Staaten. Allein im letzten Jahr haben wir rund 700 Millionen Euro für die Entwicklungszusammenarbeit mit Marokko, Algerien und Tunesien bereitgestellt. Diese Mittel wurden für die Verbesserung der Lebensbedingungen in diesen Ländern eingesetzt, darunter gezielt für Projekte zur Stärkung von Frauen- und Minderheitenrechten, für gute Regierungsführung, die Stärkung der Zivilgesellschaft, für Aus- und Fortbildung von Polizei und Justiz. Diese Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen müssen auf europäischer Ebene noch viel stärker gebündelt und intensiviert werden. Meine Damen und Herren, wenn eifrig kritisiert wird, ist es manchmal richtig, die Dinge anhand der Fakten noch einmal gerade zu rücken. Und deswegen fasse ich noch einmal zusammen. Erstens, die Einstufung der Maghreb-Staaten ist notwendig, um falsche Anreize und die Zahl der unbegründeten Asylanträge aus diesen Ländern zu reduzieren und um unsere Kommunen zu entlasten. Zweitens, die Einstufung bedeutet nicht, dass keine Asylanträge aus diesen Ländern gestellt werden können. Und drittens, schließlich, die rechtlichen Voraussetzungen für die Einstufung wurden sorgfältig geprüft und liegen vor. Und lassen wir uns deshalb nicht von der Opposition mit ihrer Kritik in die Irre führen, sondern stimmen wir dem Gesetzentwurf mit breiter Mehrheit zu. Vielen Dank. André Hunk.